Nee, bevor ich mit dir rede, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Und Es jetzt. ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Ach, die Mutter. Deswegen ist sie auch so angepisst, weil ihre Tochter nämlich bei der Erprobung draufgegangen ist. So, die Ausgrabungsstätte untersuchen. Was soll ich hier groß untersuchen? Sammeln natürlich alles ein. Da komme ich nicht hoch. Was haben wir hier? Noch mehr Metallscherben, was ja hier quasi das Geld ist. Okay, noch mehr Scherben hier bei den Toten, wenn da kann man natürlich. Wenn ich nichts finde, dann vielleicht mein Fokus. Ja, das ist korrekt, ne? Vielleicht. Aha. Was ist das da? Lohebehälter. Okay. Ich brauche eine Spur. Vielleicht findet mein Fokus etwas. Ja, dein Fokus hat doch gerade irgendwas gefunden hier. Okay, gucken wir mal, von wem das die Spur ist. Aha. Oh toll, ich dachte, das wäre hier irgendwas, aber anscheinend irgendwie nicht. Unterversorgt wäre die nächste Quest. Und da müssen wir auch nur noch mit einem reden. Und der ist ganze 800 Meter weg. Gut, dass wir immer Schnellreise machen können von egal wo. Oh je, wo muss ich denn hin? Da, ja, dann gehen wir doch. Reisen wir doch dahin. Kein Problem. Ich hoffe, wir können irgendwo mal sowas kaufen, wo wir Schnellreisen benutzen können. Ich meine, wenn die schon nicht umsonst sind, sollten sie wenigstens erschwinglich sein. So, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir schon. Ah, jetzt ist es auch gar nicht mehr weit weg. Hm. Hier, der Gute. Ach, ich dachte, das wäre gerade der eine, der so gerne umbringt. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Boss, die Leadkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed.
Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Lidkerne zurück und ich zahle. Alles klar. Finde die Reed. Ja, wo ist denn die Reed hin? Oh, cool. Woher soll ich denn jetzt wissen, in welcher Scheißrichtung die sind? Wollen die mich verarschen? Ja, hier oder was? Hä? Ich will ja nichts sagen, Fremde. Aber die Rieds Vorsprung wird jede Sekunde größer. Ja. Toll, hat ja richtig was gebracht, so. Woher soll ich denn wissen, wo dieser Dirid ist? Wenn ich nicht mal eine grobe Richtung bekomme. Ich meine, der kann ja überall sein. Allerhöchstens durch einen beschissenen Zufall könnte ich den finden. Haben wir hier vielleicht irgendwo eine Spur? Lagerfeuer. Wertvolle Rohstoffe, okay. Ah, das hier vielleicht? Könnte das die Spur sein? Es sieht fast so aus, ne? Ein Wildschwein, naja, solange das keine irgendwelche Maschinenbestien sind, glaube ich, kommen wir ganz gut zurecht. Ein Wildschwein hat mich bis jetzt noch nicht umgebracht. Okay, Dirid. Ah, bist du Dirid? Kollege. Hallo, Dirid. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Naja, jetzt bist du sowieso tot. Au! Getarntes Miststück. Ein Pirscher. Mann, scheiße. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Okay, auch mit dem... Mixer. What? Komm, du Assi, komm. Wow. Hör doch mal auf, Junge.
her. Was ist los? Na, ich schau dir schön in die Seite, du Mistvieh. Oh, ich liebe meine Fallen. Das wird zu schwer. Naja, schade. Schade, schade. Vielleicht sollten wir mal unser Outfit wechseln. Was haben wir an? Das haben wir gerade an. Na, scheiße. Modifikationen, bla bla, Rüstung einer Nora-Kriegerin. Ja. Naja. Modifikator. Plus 24% Spule. Schaden, Spule, Spule. Feuerspule, Feuer, Feuer, Feuer. Ja, aber wo können wir das modifizieren überhaupt? Ups. Das war mal ein Stein. Naja, solange ich nur einen Stein wegschmeiße, ist es nicht so schlimm. Spezialobjekte. Times Glücksring, okay, sehr selten eingesprungene. Naja, weiß ich auch nicht. Mit Dirit. Oh, lebt er noch? Die Karawane. Leben sie? Ja. Ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie. Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Oh ja, aber die Klamotten nehmen wir natürlich mit, ne? Er braucht sie ja nicht mehr. Gut, kehren wir zu dem zurück. Auftrag erledigt. Leider müssen wir jetzt zu Fuß eine ganze Ecke laufen wieder, aber egal. Ist alles noch im Rahmen. Oh, hier. Her damit. Draht brauche ich sowieso. Das brauche ich später noch. Ja, das brauchen wir später noch. Das ist richtig. Wir wurden ja auch ganz schön angegriffen. So, Freunde der Nacht. Du bist wieder da. Mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Ja, wunderbar. 2500 Erfahrungs. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Da. Hier ist ja alles voll. Ich habe die noch gar nicht aufgemacht, oder was? Die kann man öffnen. Nehmen wir. Aber es bleibt da drin, okay. Das nehmen wir alles. Nehmen wir alles. Lohe können wir nicht nehmen. Schnellreise. Okay, eine Schockfalle. Okay, man kann es irgendwie immer nehmen. Ja, nicht alles, aber...
Okay, das auch nicht. Ja, gut. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Auf jeden Fall, da hagelt es ja richtig Klamotten. Haben wir schon wieder zwei Fertigkeitspunkte. Oh, 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 hier sind auch neue Sachen. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt, überbrückt ist. Ach so, die bleiben nicht die ganze Zeit überbrückt, oder was? Hm. Okay. Na, das ist Quatsch. Chance auf mehr Rohstoffe. Mhm. Kritische Treffer, mehr Schaden. Nee, da sparen wir uns das noch. Hm, Spur der Kriegerin. Ja, alles klar. Kann ich ja leider nicht machen. Aber gut, wir werden jetzt erstmal... Ja, wir reisen jetzt einmal dahin. Und dann gucken wir, ob wir jetzt da irgendwas finden. Und wenn nicht, machen wir erstmal ein Päuschen hier mit der Session. Aber wir gucken uns das noch an. Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Oh, ja, da sind wir auch schon. Und ihr Fokus empfängt ein Signal. Da unten sind irgendwelche Tiere. Aber wir wollen ja zur Ausgrabungsstätte. Einen Moment. Das nehmen wir mit. Oh. Oh, wir können kaum gegen diese Strömung anschwimmen. Wir müssen nur kurz hier rüber. Genau. Hä? Jetzt müssen wir doch hier lang. Was für eine Schweinerei. Haben die uns das nicht gut angezeigt? Ach so, ein Stein. So. Yay. Oh, das war aber verdammt knapp. Okay, hier konnte man suchen, bla bla bla. Kann man mit der reden? Man kann hier mit gar keinem reden, ey. Okay, da kommt man nicht lang. Mann, ey. Nee. Ich sollte meinen Fokus einsetzen und sehen, was er findet. Ja, hier findet dein Fokus leider gar nichts. Folge der Lohe-Spur. Ja, führt uns halt direkt wieder. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Lieutenant,
Handgeschraubte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Meinst du? Wo ist Sona? Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt! Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Okay. Klingt nach einem guten Plan eigentlich. Stück für Stück kämpfen wir uns ein bisschen vor. Rache der Nora, ja. Zum Roten Echo, das wäre dann... Wow, shit. Kann ich dahin? Nein. Das nächste wäre hier. Okay, da geht es hin. Und im nächsten Part würde ich sagen, geht es dann, keine Ahnung, wohin? Zum Roten Echo? Oder was hat die gesagt? Da wollen wir uns treffen. Das machen wir im nächsten Part. Ich verabschiede mich mit dem Ladebildschirm und sage, Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.